Union Böckingen gegen VfL Brackenheim, präsentiert von Dragonsport, dem offiziellen Ausrüster der Union Böckingen. So, hallo und zurück aus Harthausen vom Platz der Zwerge und Gnome. Geht's heute gegen den VfL Brackenheim, unser Verfolger vom Platz 3. 4 Punkte haben wir noch Vorsprung. Ein Sieg ist für beide heute sehr wichtig. Die einen wollen den Anschluss halten an uns. Wir möchten 3 Punkte auf Schluchtern heute gut machen. Aber hören wir uns erst einmal die Aufstellung an. 20 Heiko Drehmann. Union geht heute mit Vollgeld von Beginn an aus Feld. Torwart Nummer 21 Pascal Schwarz. Mit der Nummer 2 heute unser Kapitän Heiri Czajna. Mit der Nummer 3 von Beginn an Johnny Chandran. Und mit der Nummer 4 Francesco Ruggiero. Mit der Nummer 5 von Beginn an Patrick Rapp. Mit der Nummer 6 läuft auf Alfred Pelder. Mit der Nummer 7 Sever Öztürk. Mit der Nummer 8 Dennis Wiedek. Mit der Nummer 9 heute Sadi Gilmaz. Mit der 10 Mario Maric. Und mit der Nummer 11 Granit Mahai. Unser Auswechselspieler heute mit der 12 Fabi Ayibi. Mit der 13 Leonardo Olivieri. Die 14 Armin Rovcanin. Mit der Nummer 15 Alexander Pelger. Mit der Nummer 16 Martin Frey. Mit der 17 Visa Mahai. Und Ersatzgeber heute Lukas Rau. So, alle Sponsoren im Hintergrund gemerkt. Gut, dann können wir loslegen. Böcking heute in Rot beim Anstoß. Mario Maric und Granit Mahai. Und man muss sagen, Böcking gehörte ganz klar die Anfangsphase. Sie ging ja stärker in dieses Spiel. VfL Brackenheim am Anfang noch sehr ängstlich. Verlor viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Hier Ruggiero fängt den Ball über Pelger. Dann Wiedek. Sieht außen Seba Öztürk und der geht in der zweiten Minute schon auf Schellenbauer zu. Ah, der Torwart hat ihn noch. Schöne Chance in der zweiten Minute. Wie gesagt, Böckingen macht ernst gleich von Anfang an. Vierte Minute, Eckball, wieder Öztürk in die Mitte. Dann verpasst Ceylan. Von hinten kommt Alfred Pelger. Schöner, oh, wunderschöner Pass in die Mitte auf Dennis Wiedek. Aber kriegt den Ball nicht richtig runter. Nochmal drüber. Aber man sieht, Böcking ist gewillt. Böcking möchte heute diesen Dreier einfahren. Man möchte die 3 Punkte heute auf Schluchtern gut machen. Und weiter geht's mit Böckingen im Vorwärtsgang. Hier wird Seba Öztürk erst gehalten. Vorteil lässt der Schiedsrichter gelten. Dann frei eigentlich schon fast vom Torwart. Scheitert wieder Schellenbauer heute sehr, sehr gut im Tor der Brackenheimer. Eckball für die Böckinger. Wir sind immer noch so zwischen der 10. und 15. Minute. Brackenheim bis jetzt noch nicht imstande, sich zu lösen, einmal rauszukommen aus der eigenen Hälfte. Durchgehend geht es mit dem Böckinger jetzt wieder über die linke Seite. Mit Mario Maric, der sieht Dennis Wiedek. Ja, ein Schüsschen kann man sagen. Aber so geht es die ganze Zeit. Aber dann nochmal der VfL Brackenheim. Hier über Dominik Lamm, der sieht Benjamin Joas, geht. Aber Pascal Schwarz im Tor der Union hat aufgepasst, heute wieder im Tor dabei. Gut, eine typische Szene für die erste Halbzeit. Freistoß für den VfL Brackenheim. Ein bisschen zu weit. Außen kann sich Ceylan durchsetzen. Ruggiero kommt an den Ball und dann geht schnell. Granit Mahai auf der linken Außenbahn auf Seba Öztürk, der setzt sich gegen einen durch, zurück auf Mahai und dann die weite Flanke auf Yilmaz, noch ein bisschen ungenau. Aber das ist so eine typische Szene der ersten Halbzeit. Brackenheim noch zu unpräzise, Böcking immer wieder in der Lage, gefährliche Konter zu fahren. Dann wieder ein Abstoß des Torwarts, Böcking wieder in Ballbesitz. Foul, Torentfernung circa 25 Meter. 23. Minute, Dennis Wiedek auf Granit Mahai und da ist der Ball im Tor. Wunderschöner Freistoß, schön hereingegeben. Kurz den Schlappen draufgehalten von Granit Mahai, drüber rutschen lassen ins Eck. Der Torwart keine Chance, 1:0 für die Union in der 23. Minute. So, das war ein verdientes Tor, muss man sagen. Wie gesagt, die Böckinger 23 Minuten lang auf das Tor angestürmt. Jetzt endlich der verdiente Treffer. Und Böckingen machte weiter, drängte auf das 2:0, wollte den Sieg nach Hause fahren. Weiter Ball von hinten verlängert
Und dann kommt da Seba Öztürk. Einhaken. Dann abgewehrt. Außen nochmal Dennis Widek. Kann in die Mitte, dort steht Yilmaz. Boah, der muss doch drin sein, das gibt's noch nicht. Schauen wir's mal an der Zeitlupe. Hier, Widek. Von hinten kommt Yilmaz. Vollkommen frei. Hat Zeit, kann hochgehen und... Ja, so eine schöne Flanke, die muss man einfach machen. Das kann nicht anders sein. Dann mal wieder Brackenheim. Findet auch noch statt. Schneller Pass und dann kurz abgeschlossen. Ja, ein Schüsschen knapp am Tor vorbei. Aber wäre kein Problem gewesen für den Keeper. Gut, Böcking. Meistens auch sichere Abwehr mit hohen Bällen nach vorne. Hier Mahai gegen einen Gegenspieler. Dann Seba Öztürk. Kurz abgezogen, auch wieder mehr ein Schüsschen wie ein Schuss. Kein Problem für den Torwart. Dann auch mal wieder der VfL Brackenheim im Vorwärtsgang. Hier über Aaron Freier setzt sich hart durch gegen den ersten, gegen den zweiten. Ja, bleibt am vierten hängen, wird abgewehrt. Dann kommt Schlesinger, der schickt auf der Außenbahn. Dominik Lang geht raus bis zur Ecke. Ich glaube, so weit war Brackenheim noch nie in dem ganzen Spiel. Bringt ihn rein. Und ja. Ja. Auch wieder irgendwie, ja, wie auf beiden Seiten. Es ist irgendwas, es ist nicht zwingend. Es könnte was passieren, aber irgendwie auch wirklich nicht. Dann aber gleich im Gegenzug wieder Granit Mahai mit einem Schüsschen. Ja, so verlief das in der ersten Halbzeit. Wir sind circa in der 35. Minute. Wieder ein Freistoß für Brackenheim. Und wir sehen das gleiche wie vorhin, fast deckungsgleich. Freistoß, dann geht schnell gegenüber Maric. Dieser Ball, ja, etwas zu weit. Aber es ist eigentlich immer das gleiche. Hin und her, ein Fehler jagt ein bisschen den anderen. Dann Freistoß für den VfL. Circa 35 Minuten gespielt. Und dann ein Schuss aus der Distanz bis Pascal Schwarz im Tor vollkommen sicher. Wieder der VfL über Schlesinger mit einem Schuss, der durchaus sich noch schön senkt und dann noch gefährlich wird. So, 43. Minute, noch ein Eckball für den VfL Brackenheim von der rechten Seite getreten. In der Mitte lässt Joas durch, dann steht da Freier, kriegt den Ball nicht unter Kontrolle, verzieht ein bisschen, bekommt aber einen Eckball. So, der anschließende Eckball, wieder von der rechten Seite, aber total verzogen. Vorbei der Ball, geht ins Aus. Nein! Granit Mahai schnappt sich den Ball, verliert ihn sofort an Schlesinger. Der sieht in der Mitte Aaron Freier, der will, glaube ich, abziehen. Aber Joas bekommt den Schlappen hin. 1:1, der Ausgleich für Brackenheim in der 44. Minute. Noch einmal hier zu sehen. Freier, ja, ich würde sagen, wollte schießen. Dann kommt aber Joas noch in den Schuss. Wie man sehen kann, es war kein Abseits. Einwandfreies Tor. Und legt den Ball rein. 1:1 Brackenheim, 44. Minute. Das war nicht unbedingt nötig. Ich würde sagen, den Assist Point können wir Granit Mahai geben. Ja, und das war's dann mit der ersten Halbzeit. Mit 1:1 geht man in die Kabinen. Ja, ich muss sagen, Böcking könnte locker mit einem 4:0 hier in die Halbzeit gehen und die zweite Halbzeit dann ganz gemütlich nach Hause schaukeln. So hat man sich schwer gemacht. Man hat die Chancen nicht genutzt, die man hatte. Und ja, dem Gegner ein Tor vorbereitet. Schauen wir in die zweite Halbzeit. So, die Union gleich wieder im Vorwärtsgang. Langer Ball auf Granit Mahai. Der muss gehen. In der Mitte kommt noch keiner wirklich mit. Geht alleine, zieht ab, aber direkt auf den Torwart. Weiter geht's mit der Union. Wie gesagt, auch die zweite Halbzeit, oder der Anfang der zweiten Halbzeit, gehört der Union. Wieder Granit Mahai.
In der Mitte stand Maric, ein Schüsschen. Ja, Granit wollte einiges wieder gut machen. Der hat gewusst, dass 1-1 geht auf mich. Dann Eckball für den VfL Brackenheim. Freier, dann abgewehrt. Und jetzt geht es schnell über die linke Außenbahn, rechte Außenbahn. Dann kommt Seba Öztürk an den Ball, sieht außen Granit Mahai und der scheitert ein weiteres Mal. Dann wieder Dennis Wideck auf Seba Öztürk. Verliert hier den Ball Seba und dann geht es auch mal bei Brackenheim schnell. Einstehen lassen, sieht auf außen, ich glaube Joas laufen. Der legt die Mitte auch wieder zu ungenau. Dann kommt der Pass doch noch nach außen, aber auch nur ein Schüsschen. Wie gesagt, der entscheidende Pass bei beiden Mannschaften viel zu oft zu ungenau. Daher kam es zum Schluss dann immer nur so zu Schüsschen. Wieder der VfL Brackenheim in der zweiten Halbzeit. Durchaus stärker, hat seine Chancen gesehen. Langer Ball in den Strafraum. Ja, bis jetzt noch harmlos das Ganze. Dann aber schön gespielt über Pascal Münzer. Aber auch dieser Ball im Aus. Einwurf für Brackenheim. Wie gesagt, die sehen ihre Chance jetzt hier in der zweiten Halbzeit durchaus was mitzunehmen. Schauen wir mal, der Ball wird über außen gespielt. Dann gerade rein, hier war es Pascal Münzer wieder, der, glaube ich, schießen wollte, dann verzieht und der Abschluss auch wieder zu ungenau. Auf der anderen Seite Freistoß für die Union. Aber knapp am Tor vorbei. Gut, weiter geht's mit der Union. Eckball von der linken Seite getreten. In die Mitte und mit dem Kopf Granit Mahai. Wieder Granit Mahai. Er ist jetzt überall, er versucht alles. Wieder VfL Brackenheim. Langer Freistoß in den Strafraum. Pascal Schwarz, aber sicher. Dann wieder Granit Mahai alleine vor dem Torwart. Ja, wieder etwas zu ungenau. Wieder fehlten ein paar Zentimeter. Brackenheim über die linke Seite reingegeben. Doch durchaus gefährlich für Pascal Schwarz im Tor. Dann wieder die Böckinger reklamieren hier auf Abseits. War eigentlich schön gewartet. Mahai blieb zurück, Maric kam. Aber wir werden gleich in der Zeitlupe nochmal sehen. Der Pass kam zu spät. Hier stehen tatsächlich beide schon im Abseits. So, abhaken, weiter geht's. VfL Brackenheim, Eckball von der linken Seite. Schwach abgewehrt, von hinten kommt Martin Reisig, zieht ab. Pascal Schwarz, schön gehalten. Und die Situation ist bereinigt. Hier nochmal schwache Abwehr. Dann kommt von hinten Martin Reisig, zieht ab. Pascal Schwarz, die Sicht noch etwas verdeckt, sehr schön gehalten. So, wir befinden uns in der Schlussphase des Spiels. Auch Brackenheim hat durchaus Lust, diese drei Punkte hier aus Böcking mitzunehmen. Kommt nochmal über die rechte Seite in der 86. Minute. Flanke in die Mitte, aber Pascal Schwarz kann den Ball sicher abfangen. Weiter geht's mit dem VfL wieder über die rechte Seite. Ball eigentlich schon weg, kommt dann wieder zurück. Dann nochmal in den Strafraum. Ja, eigentlich auch Ball wieder vertändelt, schlechte Abwehr, nochmal Freier, knapp am Tor vorbei. Ja, wie gesagt, das ist die 86., 87. Minute, durchaus sind beide Mannschaften noch gewillt, hier auch den Sieg mitzunehmen. Langer Abschlag von Pascal Schwarz. Mahai kommt an den Ball, sieht Seba Öztürk, der muss flanken, schießt direkt, schießt den Torwart an, zu ungenau. Weiter geht's. 89. Minute und es ist noch lange nicht Feierabend hier. So, was haben wir? Einwurf für die Union auf der rechten Seite.
Der Ball kommt hoch und lang auf Granit Mahai. Schellenbauer kommt aus dem Tor. Haut Granai hier, Mahai hier um. Ja, klare Sache, Elfmeter hier nochmal in der Zeitlupe. Schellenbauer kommt aus dem Tor. Nicht gewollt, aber egal. Das gibt auf jeden Fall Elfmeter. Wer wird schießen? Dennis Widdeck läuft zum Ball. Ich würde es Granit Mahai machen lassen. 1-0 geschossen, 1-1 vorbereitet. Aber Dennis Widdeck. Und Widdeck verschießt Schellenbauer. Hält rechts unten ins Eck. Ja, glaubt der Torwart, hat HNX-TV gesehen. Rechts unten Dennis. Ja, diesmal hätte er gepasst, aber Schellenbauer hat den Ball wunderschön gehalten. Gut, aber auch das war's noch. So, die 90. Minute, aber hier ist noch lange nicht Schluss. Hier geht noch was. Beide Mannschaften klappen das Visier hoch. Es geht noch mal nach vorne. Hier erstmal der VfL Brackenheim über Benjamin Joas. Schwacher Abschluss, aber probiert. Dann weiter Abschlag von Pascal Schwarz auf Mario Maric im direkten Gegenzug. Der spielt einen schönen Doppelpass mit Mahai. Geht auf außen, lässt den ersten stehen, den zweiten. Dann aber auch zu schwacher Abschluss. Ja, wie gesagt, es geht weiter bis zum bitteren Ende, bis zur letzten Sekunde. Wir sind mittlerweile in der 92. Minute. Brackenheim nochmal den Vorwärtsgang. Dann Seba Öztürk gewinnt den Ball zurück. Wie gewonnen, so zerronnen. Dann nochmal der VfL und bekommt hier in der 92 noch einen Freistoß. Ja, bisschen Heckmeck, bisschen Ding. Und die letzte Aktion im Spiel, 1:1 der Spielstand. VfL Brackenheim mit der letzten Möglichkeit in diesem Spiel. Lange hohe Flanke in den Strafraum, aber sicher rausgeköpft. So, das war's. 1:1 in die Partie Union Böcking gegen den VfL Brackenheim. Fazit, die erste Halbzeit geht ganz klar an die Union Böcking. Hier muss man das Spiel eigentlich schon klar machen. Die zweite Halbzeit, VfL wurde stärker, aber Union in der 90. Minute mit dem Elfmeter noch die Möglichkeit. Auch verschossen, dann muss man mit dem einen Punkt zufrieden sein. Hier die anderen Ergebnisse und gleich die Tabelle. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder mit Union TV bei der TG Böckingen im Derby. HNX-TV ist am kommenden Freitag um 19 Uhr schon beim VfL Brackenheim unterwegs in der Partie gegen den FC Heilbronn. Des Weiteren noch einmal recht herzlichen Dank an die Firma Dragonsport, dem Ausrüster der Union Böckingen, für die freundliche Unterstützung bei diesem Spiel. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schöne Zeit und ciao.